Tada, Überraschung! Ich wusste, dass du eines Tages allein weiterziehen wirst. Darum habe ich den Bordcomputer so programmiert, dass du weiterhin meine Stimme hören kannst. Toll, was? Ich wollte dir noch sagen, es war richtig aufregend bei dir. Ich werde die Zeit vermissen. Ach, was soll's. Ich wünsche dir viel Glück. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Neue Missionsobjektiven. Artefakt eingesammelt. Eins brauchen wir noch fürs Upgrade. Und ratet mal, wo das liegt. Meine Damen und Herren, ich habe das Spiel erfolgreich durchgespielt. Es fehlt noch ein Fragezeichen. Dann hätten wir fast ein 100%. Aber ich denke mal, wir machen bei den Artefakten 100% und gehen mal eben die alle durch. Dann ziehe ich das LP in die Länge. Ja, also wir haben das Let's Play durch. Deswegen auch neue Missionsobjektiven. Weil wir genau genommen keine mehr haben. Das Ende. Du hast die Galaxie von den Ska gerettet. Oder gesichert, ja, gerettet. Keine weiterführenden Story-Missionen verfügbar. Deswegen speichere ich mal eben ab. Damit wir das auch festhalten können, was die letzte Folge tatsächlich ist. Ich kann ja mal gleich mal gucken, wann ich denn die erste Folge beendet habe. Also die erste Aufnahmesession. So, zack, save. Das heißt, wir haben jetzt eine Folge 22. Wir fliegen jetzt mal einfach so weiter. Und bevor ich dann beende, würde ich noch gerne gucken, dass ich den einen Key von da unten noch kriege. Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch ein paar Piraten zu sehen. Doch, von da müsste ich eigentlich auch rüberspringen können, oder? Nee, von da kann ich nicht springen. Lieber hier. Also das war... Ich hatte es mir ein bisschen schwerer vorgestellt. Dass es jetzt doch so einfach war, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast den Koch vergessen. Ja, jetzt dürfen ruhig Piraten angreifen, also das dürfen sie ruhig, weil das Spiel jetzt im Prinzip schon zu Ende ist und ich mache jetzt nur noch 100% bei den Artefakten. Dann machen wir unser letztes Level up in dem Spiel und dann haben wir es. So, da fliege ich hin und dann gucke ich gleich mal nach, ob wir dort direkt schon... Das muss eine Nebenmission sein, auf jeden Fall. Deswegen fliege ich jetzt... Soll ich das offscreen machen? Ich würde sagen, wir genießen nochmal die Fahrt. Ne, 4 Uhr nicht. Das muss eine Mission sein, ne? Ist ja was? Die fliegen die seitlich oder fliegen die hinter mir? Ah, die haben den Punkt überschritten. Schön. Dass die sind jetzt. Oder? Boah.
Hauptstation. Was wünschen Sie? Wir gewähren Ihnen Lande. Ja. So, so sind wir. Wir können hier mal eben unsere Raketen auswerten. Wir brauchen es eigentlich nicht mehr. Ist das alles, was du kannst? Nö. Ich hänge sie mal in den. Der Arab wird nicht aufgeben. Hier war es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal zurück nach Brute Force Methode. Nehmen wir mal erstmal die obere Reihe, dann die zweite, dann die dritte, dann die vierte und dann die hier und dann die. Schöner Planet da hinten. Knack. Mein Bürostuhl knackt so ein bisschen. Hat er so an sich. Ne, was will ich drücken? V. Das V will ich drücken, oh Gott. So. Auf jeden Fall ist das ein toller Titel. Aber ich werde noch nichts Abschließendes sagen, weil das wahrscheinlich noch nicht der letzte Part sein wird. Na, hier sind wir falsch. Das kann durchaus sein, dass dann noch ein Abschlusspart folgt. Oder je nachdem, das kann auch sein, dass ich den größer ziehe. Je nachdem, ich muss mal gucken, wie ich das handhabe, wie groß die Parts am Ende sind, die Schnibbel. Ich glaube da nicht, dass ich das Finale trennen werde. Hey, cool. Es gibt Piraten. Na, wir sind zu nah. Jetzt bist du fällig. Deine Zeit ist gekommen. Gleich brennt dir der Hintern. Du hast keine Chance. Spüre die Macht meines antiken Schiffs. Bereite dich auf dein Ende vor. So. Handelsstation, oh Handelsstation. Irgendwo wird auf jeden Fall diese Mission sein. Ich hatte die in der letzten Aufnahmesession überhaupt keine Lust mehr gehabt, danach zu suchen, wegen den ganzen Piraten. Weil echt in jedes System, das ich gesprungen bin, gab es Piraten. Und das hat mich so angekotzt. Achso, ich soll nicht mal rufen. Tür aufmachen hilft. Hier sind wir falsch. Ja, aber echt jedes System Piraten. Das ist ein bisschen zu häufig. So, dann gehen wir mal hier entlang. Wo ich teilweise glaube, dass wir da jetzt einige schon Artefakt bestückte Planeten vielleicht sehen.
Ist natürlich ein bisschen doof dann jetzt, dass ich jetzt nochmal da durchgehe. Naja. Da hätten wir vielleicht eine Zeit sparen können. Aber was soll's. Ich bin gespannt, was ich als nächstes spielen werde. Ich glaube, ich mache das Projekt S-Mod weiter. Ja, das wird sein. Hier. Patrouille an fremdes Schiff. Ups. Scanvorgang auf den Besitz illegaler Ware gestartet. Hier ist nichts. Es ist echt nur gucken, ob da Nebenmission verfügbar oder nicht. Das müssen wir leider ein paar Mal machen. So lange lebt das Let's Play noch. So, dann gehen wir hier. Genau, da springen wir hin. Im Video, was wir davor, zuvor gesehen haben, im Abschlussvideo, da hieß es, dass die Tool wieder aufgenommen wurden in den Rat und dass der Galaktische Rat uns allen gedankt hat für die Rettung der Galaxie. Weil die Ska haben ja durch ein Portal versucht, ja eine massive Flotte reinzubringen. Da kamen ja sogar Schiffe raus aus dem Portal, als es sich öffnete. Und die sind dann geflohen. Das hat man da gesehen. Ja, und die wollen dann halt hier die Galaxie unterjochen. Und wir haben es verhindert. Und dann halt zum Abschluss, ah, du bist super toll, vielen Dank, 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 tschüss, tschüss, tschüss. Und der große Abschied. So, dann gehen wir hier unten lang. Was für ein Schiff ist das? Hey, die Eogane, hi. Hier Anflugkontrolle. Wir haben keinen Bedarf, mit Ihnen zu reden. Kreuz. Jo. Aber das ist der Kreuzer, mit dem wir gekämpft hatten. Der war mit an der Schlacht.